Hey Freunde, willkommen zurück hier beim Void to the Train. Yeah. Wir haben natürlich kein so richtiges System hier in den Kisten, ne? Das ist mir schon bewusst. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir da so ein kleines System reinkriegen. Aber für uns soll es jetzt hier erstmal weitergehen. Unser momentaner Auftrag ist ja einfach nur sammeln, 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 sammeln. Zwischendrin ein bisschen sammeln. Denn wir wollen uns ja einfach so einen Vorrat an Ressourcen anlegen, damit wir, wenn wir an einem neuen Depot sind, ordentlich loslegen können. Wir haben ja auch gesehen, forschungsmäßig ist es jetzt eher nicht so. Es wird auch so bekloppt hier, Alter. Ah, da sind sie. Die bringen nichts, wenn man die einsammelt, ne? Das ist nur, dass wir keinen Weltraummüll machen. Voidraummüll. Hallo? Entschuldigung? Danke. Das ist eine ganz gute Stelle zum Angeln hier, ne? Ein Haufen Fleisch haben wir bekommen, einen Haufen Fett. Könnten wir eigentlich ein bisschen ausnutzen. Solange wir sowieso eigentlich gar keinen Plan haben, was wir machen wollen, was wir machen müssen und wo wir hin sollen, solange können wir hier auch einfach im Void angeln. Nee, keine Sorge, also ich werde mich jetzt hier nicht aufhängen. Nee, so Fett hatten wir. Ich überlege. Hier hatten wir die Sachen drin. So ein bisschen Ordnung reinbringen. Ich hoffe ja, dass man die Kisten einfach upgraden kann, obwohl ich irgendwo gelesen habe, dass Upgraden halt nicht möglich war. Okay, machen wir es hier rein. So. Ja, ich habe schon mal versucht, ein bisschen das zu ordnen hier. Hier ist der Schrott drin. Und hier habe ich dann das Holz reingemacht. Das ist natürlich schwierig, Freunde. Seien wir ganz ehrlich. Mit den Teilen weiß ich auch noch nicht so richtig. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Was ist denn das? Eis wahrscheinlich oder so. Scheiß Eis. Gefühl, dass die Ressourcen um uns rum respawnen. Okay. Aber für uns geht's mal weiter. Ich habe jetzt aber auch noch nicht gesehen, irgendwie eine Insel, wo es so aussah, als könnten wir da hin. Vielleicht denkt das Spiel, wir wären noch nicht so weit, obwohl wir natürlich, Alter, unserer Zeit mal wieder voraus sind. Nicht nur geistig, sondern auch geistlich.
Und... Na, also... Ich sag mal so, wenn ihr irgendwas seht, was so aussieht, als könnten wir da hin in Zukunft, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann halte ich nach sowas Ausschau. Aber, und darüber wollte ich sowieso mit euch reden, wie lange soll denn das Let's Play hier gehen? Ich habe das schon mal gefragt. Ich beobachte natürlich auch die Aufrufe und die Kommentare auf YouTube. Und habe nur gesehen, dass es da sehr, sehr wenig geworden sind. Ja, also, ist einfach nur meine Beobachtung. Alter Schwede, Junge. Also essenmäßig sind wir aber ganz gut drauf. Jo, wir sind ganz, ganz gut drauf. Gut, dann geht's weiter. Ihr wollt natürlich genauso gern wie ich ins nächste Depot. Nehmt weiterhin alles an Eisen. Die Teile können wir auch mal sammeln wieder. Holz brauchen wir. Ja, wenn wir im Depot... Oh! Wenn wir im Depot mal ein bisschen länger festhängen, weil wir ein paar Sachen herstellen, das ist halb so wild. Schlimmer ist es, wenn wir im Depot festhängen, weil wir gar nichts herstellen können. Also ist meine Meinung. Ja, deswegen sammeln wir jetzt wie so ein Irrer. Und auch wenn super viele Rohstoffe draufgehen, um die ganzen Kisten herzustellen, ist natürlich die Hoffnung einfach, dass wir aufgrund der Kisten halt viel, viel flexibler auf Sachen reagieren können, die wir brauchen. Als wenn wir immer darauf hoffen müssen, dass wir, ja, eben die eine Sache besitzen. Wonach ich Ausschau halte, ist halt, ich denke, das ist nicht der einzige Void Train, der hier jemals gefahren ist. Weil hier sind ja auch total viele kaputte Sachen. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht schon mal einen Void Train gibt oder mehrere geben könnte. Weil ansonsten, wo kommen die Aufzeichnungen über den Void Train her, etc. Deswegen halte ich hier Ausschau nach, ob wir vielleicht einen Void Train sehen, der vielleicht hier irgendwo im Void rumschwingt. Kann er kaputt sein oder was weiß ich. Ja, und zu sowas würde ich dann sagen, macht es vielleicht Sinn zu versuchen, da hinzukommen. Aber sowas haben wir ja bis jetzt noch nicht gesehen. Hier auch noch mal reinladen. Macht natürlich eigentlich mehr Sinn, da drüben reinzulagern. Aber wenn wir nach Sinn gehen würden, dann wären wir sowieso auf einem ganz anderen Kanal wahrscheinlich. Wir machen noch ein Iron Bar. Können wir nämlich da hinten die Kiste herstellen. Und das ist ganz gut, glaube ich, weil dann können wir da diese chemische Substanz mit hinlegen.
Ja. Im Bestreben, dass wir hier ein bisschen Ordnung reinbringen wollen. Es wird so scheiße, wenn man die Sachen nicht upgraden kann. Oh oh, ich häng fest. Mama! Ich glaube, jedes Mal, wenn ich bremse, stirbt ein Zuschauer. Also die Geduld eines Zuschauers, so rum ist es, glaube ich, besser formuliert. Aber naja, Grüße gehen raus an alle, die hier noch zugucken, alle, die hier Bock drauf haben. Ey, ich sag mal so, selbst wenn das Let's Play vielleicht nicht ewig gehen sollte, ne, weil ich natürlich auch gucken muss und die letzten Folgen haben irgendwie so 15 Aufrufe, was selbst für meinen kleinen Kack-Kanal ein bisschen wenig ist. Ja, dann, das Spiel ist ja trotzdem da und die Entwicklung ist ja noch nicht fertig, also kommen super, super viele neue Inhalte rein. Also, wenn euch das interessiert, ne, dann holt euch einfach. Mein, was losen, Alter. Aber noch sind wir ja hier. Gemeinsam. Du und ich. Ganz alleine. Gameplay-Loop ist natürlich... Naja, aber darüber haben wir auch schon ewig geredet. Müssen wir nicht ewig weiterreden darüber, über den Gameplay-Loop. Oh, put a rough limo on your head and call it a hat. That's it. Hey, you. I mean, our heroes noticed alien lights luring them deeper into the void. What could it be? A mysterious witch island, perhaps? What? Go deep into the void, following the fireflies. Oh, what? Das, Alter. Okay, Freunde. What the fuck geht hier ab jetzt? Ja, wir kommen nicht weit genug. Okay. Wir brauchen ein paar Enterhaken. Der eine Wurf war ein bisschen kacke. Aber gut, das wissen wir jetzt. Interesting, huh?
Okay, was brauche ich für so eine... Okay, ich hoffe, so eine 10 Wurfringe reichen, Alter. Komm mir vor wie ein Ninja. Roffel-Emos, verteidig das Schiff. Kann ja ganz gut dann einsehen, wie man vielleicht ein bisschen sparen kann. Zack. Bis zu dem rüber komme ich nicht, ne? Wo führt das hin, Alter? Dude! What? Oh shit, hier sind mehrere Häuser. Komm schon. Okay. Frage ist, was mache ich hier? Das muss irgendeinen Sinn haben, dass ich hier bin, oder? Ich meine, du hast mich nicht einfach nur hergeführt, um mir zu zeigen, hey, guck mal, da ist ein Haus. Okay, ist super weird, dass sie überhaupt ein Haus ist. Oder Häuser. Ich habe nur noch drei so eine...
Okay. Was ist das, Warhammer oder was? Das ist ein Fisch. Muss es ja Hinweise geben. Da haben wir einen Fisch. Oh shit. Die Frage ist halt, okay, da ist ein Fisch. Das bedeutet, wo muss der Fisch hin? Weißt du, ich meine? Fisch. Okay, es ist vielleicht von links nach rechts. Oktopus, Krebs, Fisch. Strange chests. Chests are valuable rewards. You need to bring them to the train, install them on the train, and bring them to the depot. You'll be able to open chests on special stands in the depot and get the reward that is stored in them. Usually the stand is located near the builders. Das ist das Ding, was wir schon mal gesehen hatten. Okay, okay, okay. Ah. Wie zum Fick bin ich hierher gekommen? Okay, wir müssen aber nochmal hierher. Weil da drüben ist noch was. Gerade sehr konzentriert, hier wieder nach Hause zu kommen, Freunde.
Alles nur, damit wir dann zum Schluss quasi wieder her können. Das macht man nicht alles, wenn man im Void ist, ne? Kommt zu Void, zu spät zum Void. Ich hoffe, das lohnt sich. Aber wir haben auf jeden Fall gelernt, dass wir diesen Viechern folgen. Ganz schön weiter Weg. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Okay. Krasser Shit, Freunde. Ich weiß gar nicht, ob wir das in dieser Folge überhaupt noch schaffen, Alter. Okay, das heißt, wir bekommen so eine Chest, wenn wir Fruchtfliegen folgen. Okay, nicht Fruchtfliegen. Ich will sie nicht verärgern. Diesen Kackviechern. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir vielleicht ein Upgrade bekommen, aber vielleicht bekommen wir aus so einer Chest so ein Upgrade. Alter, wie ich einfach Profi mittlerweile bin. Es reicht ein Stückchen weiter als das, was angezeigt wird. Das ist interessant. Da drüben wird das tatsächlich trotzdem der beste Weg hier durch. So können wir uns die Häuser auch nochmal angucken. Gucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Jo, Handy, ich weiß, aber das will ich mir jetzt noch angucken. Hör auf zu meckern. Okay, was bist du? Offensichtlich irgendwas mit den Lasern zu tun hier. Ah, okay.
Geht bloß hier rein. Alright. Der geht nicht hoch oder runter, der geht nur rüber. Alright. Also der gelbe, den kann ich hoch und runter auch machen. Den roten nur hoch. Nur seitlich. Nur hoch. Okay, das ist nicht das Rätsels Lösung. Ich brauche die beiden hier noch. Kann ich aber nicht bewegen. Du bist noch da. Den kann ich auch komplett bewegen, wie ich will. What? Okay, und dann wieder eine Chest. Tut uns das weh? Nein. Alright, Freunde. Das bringen wir aber noch nach Hause. Das heißt, wir müssen hoffen, dass das nächste Depot wieder so ein größeres Depot ist. Damit wir da Sachen anbringen können. Nice. Gar nicht, wo ich hin muss. Ah, da. Ja, wenn wir öfter über diesen Punkt müssten, würde ich mir da irgendwie so eine Markierung anbringen. Aber wir haben es ja zum Glück gleich. Alter, kommst du vor wie Batman, oder? Oder Spider-Man, Alter. Speichel-Man. Wir leben ja in einer... Nee, das kann ich nicht sagen. Es gibt Jokes. Es gibt Jokes, wo selbst ich mir denke, na, nee. Lass mal. Okay, Freunde. Ey, das war doch... ich fand's cool. Ich denke, hoffe, wir haben jetzt alles mitgenommen. Wir werden sehen. Ja, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich sowieso das nächste Depot erreichen, Freunde. Und dann sehen wir auch, wie es hier weitergeht mit Void Train und was in diesen komischen Kisten ist. Ich bin sehr gespannt drauf, ich hoffe ihr auch. Wenn ja, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar, damit ich weiß, ob ihr noch Bock auf Void Train habt. Ansonsten mache ich nämlich einen Wrap-Up und dann ziehen wir weiter zum nächsten Game. Wie immer. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bye, bye.